Hallo Jürgen, kann von Reine, wie geht es euch? Hier ist wieder euer Marek. Ich bin vor kurzem von der Skistätte gekommen. Eigentlich habe ich eingeplant, so eineinhalb Stunden zu bleiben mit meinem Freund Marco, der ist ein Instruktor dort, und bin ich 5 Stunden geblieben. Ja, nächste Woche starte ich auch mit der richtigen Ausbildung von meinem zweiten Freund bzw. Instruktor. Der war auch jahrelang in Afrika, überall in Rwanda, in Kongo, Kongo, in Sudan, Tansania, überall. Und er hat wirklich viel Erfahrung. Er ist noch aktiver Soldat, und da wollen wir wirklich dieses ganze taktische Schießen durchgehen. Und da will ich mich richtig steigern. Ja, ich will da nicht auf Instruktor tun oder wie auch immer, ich will das einfach für mich machen. Ja, das ist mir sehr wichtig und das macht mir Spaß. Heute habe ich mit einer halbautomatischen Pumpgun geschossen. Da ladest einmal und dann schießt du einfach. Ja, und da habe ich mir uns verschiedene so Vorrichtungen gemacht, wo du einmal schießt, es fällt um, da schießt so eine, diese Tontaubera, und dann schießt du wieder dadurch, und verschiedene Sachen mit der Pistole, hat wirklich Spaß gemacht. Dann wollte ich heute noch sagen, ich habe wahnsinnig positive Feedback bekommen an meinen Tomahawks. Ja? Die sind ungefähr 200 Gramm schwer, weil ich habe sie gefragt, weil das ist richtiges Hartholz. Ja? Es liegt sehr gut in der Hand und kann man damit wirklich perfekt trainieren, auch ganz alleine, um die Bodymechanik zu trainieren. Ja? Und selbstverständlich diese Highlight-Produkt. Karambit bzw. Eagle Claw, damit kann man auch sehr gut trainieren oder in der Verteidigung mithaben, weil es ist leicht, es ist nicht schwer und vor allem Hartholz. Diese Variante ist aus Nussholz, das heißt eigentlich ein Edelholz. Ja? Was ich euch heute gerne zeigen würde, weil hat mich einige gefragt, wie ist das mit dem Kopf, mit Headbutt in eine Verteidigung. Hier gibt es ein Live-Video in U-Bahn, ich glaube, steht da, London. Da hat irgendeiner Tourist, keine Ahnung, ja, aber den hat es irgendwas gestellt, keine Ahnung was genau, ist mir auch egal. Und dann hat ihm der andere Typ, eigentlich ein ziemlich freundlicher Typ mit Anzug und so weiter, eine Lehre verpasst. Ja, da muss ich euch noch einige Sachen zeigen, schaut euch aber zuerst das Video an. So Leute, ich weiß nicht genau, worum es gegangen ist. Man hört noch nur jedes zweite Wort, dritte von diesen kleinen mächtigen Fighter ist fucking und wie auch immer. Ja, das heißt, egal. Er erinnert mich genau auf das, was ich vor kurzem gemacht habe, dieses Video, diese Stänkerer da im Zug, wo er diese Frauen belästigt hat. Er belästigt heute wahrscheinlich alle, die da sind. Ja, ist er ziemlich voll in diesem Zug. Und das schauen wir uns zuerst einmal an. Wenn ihr euch diesen Typen anschaut, den Großen, ja, wie er eigentlich reagiert, das heißt, die reden miteinander, ja, er schimpft ihn und so weiter und so fort. Und dann irgendwann merkst du, jetzt einmal, irgendwann merkst du, er dreht sich und gibt die Tasche auf die Seite, ja. Das wird normalerweise schon für einen erfahrenen Zeichen, dass es gleich zur Sache geht, ja. Das ist so, wie wenn du merkst, du hast irgendeinen aggressiven Typen von dir und dann merkst du, er geht mit dem rechten oder linken Fuß nach hinten, dann merkst du schon, er bringt sich schon in eine Position, wo er dich besser ausnocken kann bzw. besser treffen kann. Ja? Er ist ungefähr halbe Kopf größer als dieser Kleine. Ja? Und jetzt schaut euch dann einmal an, was er macht. Das heißt, er hat die Tasche jemandem gegeben und jetzt schaut sie jetzt, was er gemacht hat. Er hält ihm die Hände. Und danach gibt sie leicht auseinander, boom, und kommt den ganzen Körper direkt auf seine Nase. Ja, hier können wir uns das nochmal anschauen.
Jetzt steht er noch. Und jetzt gleich passiert jetzt. Die Arme, boom, und aus. Bei dieser ganzen Technik, Kopf hast du wirklich sehr viel Kraft. Und das ist aber sehr, sehr gefährlich. Ja? Das musst du schon überlegen. Nur wenn dich irgendeiner beschimpft hat oder hat gesagt, deine Mutter ist das und das oder du bist ein Wichser oder wie auch immer. Und du knockst ihn aus mit deinem Headbutt. Das kann auch schlimme Folgen für dich haben. Deshalb ein bisschen vorher überlegen, Kopf benutzen. Ja, das ist deine stärkste Waffe. Nicht das da hier oder das da hier. Und weil da ist so schnell die Nase gebrochen. Da musst du nur aufpassen. Das heißt, die Stelle, die du treffen möchtest, ist das hier. Stellt euch vor, wie ein Dreieck. Nase, hier, Kinn. Auf keinen Fall hier, ja. Weil das kann passieren, dass er den Kopf nach oben geht und boom, dann triffst du genau Stirn gegen Stirn. Das ist so, wie wenn sich zwei Fäuste, würdest du seine Faust treffen. Die Faust, die stärker ist, hat gewonnen, beziehungsweise ist verletzt, ja. Und Adetto, das heißt, ihr müsst hier genau aufpassen. Ja, selbstverständlich ist immer besser, den ganzen Körper, das ist nicht das machen, sondern oh, selbstverständlich gibt es da, wie heißt diese Fighter, Leduc, glaube ich, heißt der. Leduc, ja, die kämpfen meistens in Myanmar, glaube ich, in Kambodscha, glaube ich, kämpfen die. Came a long way from that hand me down. I am not here for the run around. I am not here for the rigmarole. Forget blowing up, me is the blow. Track bang, have fun with. Going dumb like a blunt. I would put my hand on your hair, and if you headbutt me, you won't cut me, right? I'm gonna protect like this. So I would do this, but then if I want to do it, I release, right? I would release and then go. So it's like we have to be more cautious when you're like they're both fighting for it, you know? Back cross hook, and then I would drive that in the neck. The neck here, and then if you give me a headbutt, try. You can't, right? Because I'm protected. Yeah. And if I go, I can. It's a Canadian, glaube ich. Und der macht da ziemlich gute Sachen mit dem Kopf. Er greift, holt kurz nach, boom, und macht richtige Headbutt. Er hat sehr viele Leute schon damit im Ring ausgenockt. Und sag ja, ihr müsst nur aufpassen, dass euch nicht selber ausnockt. Ja? Das heißt, es muss auch diese Distanz da sein. Das ist so, wie als würdest du mit Ellenbogen auf 1 Meter oder 1,5 Meter schlagen. Ja? Und merkt ihr vielleicht auch, dass Kopf, mit Kopf kannst du sehr viele Sachen machen. Merkt ihr vielleicht auch bei MMA-Kämpfer, wenn es so von unten kommt, so ganz nah, oder hebt ihr zum Beispiel hier mit Kopf, mit dem oberen Teil, hebt ihr hier von unten hier hoch, oh, und dann kommt er mit Ellenbogen oder wie auch immer, oder mit anderen Techniken. Das heißt, musst du immer aufpassen, eher, wenn schon Kopf an Kopf, sobald du ein bisschen rausgehst, kann das der Aggressor ausnutzen, boom, und schon hast du gebrochene Nase, hier, Knie, alles, Knie sage ich, Kinn, eigentlich alles gefährlich. Das kann man auch ziemlich gut üben, auch mit Pratzen, dass du verschiedene Schläge machst. Dann nimmst du die Pratze von den Partner, nimmst du, boom, und dann kannst du sehr gut die Headbutts üben. Ja, verschiedene Varianten gibt es, wie ich euch gesagt habe, kennst du ja auch diesen Kanadier, ich kann das einblenden. Einfach sein YouTube-Channel gehen, er macht da ziemlich gute Sache. Verschiedene Kombinationen dann mit Kopf und so. Gefällt mir eigentlich ziemlich gut. Das heißt, es ist gut, dass du verschiedene Sachen beherrschst. Das heißt, nicht nur dich auf eine Technik konzentrieren, sondern auch mehrere. Aber diese sollten auch realistisch sein. Das heißt, Kopf, was wirst du da mit Kopf trainieren? Da gibt es keine Drills oder sonst irgendwas. Ellenbogen auch. Kann, muss aber nicht durchgehen auf der Straße, aber ist auch eine sehr gute Waffe. Knie, Detto und einfache Sachen. Alles, was viel zu kompliziert ist, kannst du einfach schmeißen. Irgendwelche komplizierte Drills und du und da und jetzt. Vergiss es alles, ja? Und noch einmal, Leute, die Strategie, das habe ich schon so oft gesagt, spielt die wichtigste Rolle in einem Streetfight. Warum sollte ich jetzt warten, dass mich so ein Dumpfbacke wie er jetzt mit den Fäusten traktiert und erst danach pariere ich und mache ich und gehe auf die Seite. Nein, warum sollte ich das machen? Wenn ich sehe, dass mich jemand schon so verbal angreift und ich merke das schon, ja, oder dich jemand packt und du merkst, das wird gleich arg zur Sache gehen, dann da genau, wo er das am wenigsten erwartet, schalte ich ihn aus.
Warum sollte ich jetzt gegen ihn kämpfen? Oder stell dir vor, das ist irgendein guter Fighter oder keine Ahnung, oder irgendein Boxer, der Ring mit Straße verwechselt. Ja, du willst sicher nicht gegen einen Boxer boxen draußen. Ja, da verlierst du einfach, egal wie lange du Kampfkunst machst. Aber wenn du ihn erwischst, da wo er es am wenigsten erwartet, dann hast du gewonnen. Ja? Und ich weiß, wovon ich rede. Deshalb ist Straße was ganz anderes wie Dojo. Ja? Aber ist es sehr wichtig, Sparring zu machen und von eurem Partner sich so angreifen lassen, dass er oft gar nicht weiß, von wo du überhaupt kommst. Ja? Und nicht die ganze Zeit nur irgendwelche simple Drills und irgendetwas, was du schon im Schlafen machen kannst, weil du bist das schon gewohnt. Wow, und ich habe das schon so drauf, so eintrainiert, dass das super aussieht für ein Video. Ja, nur der Partner da draußen, beziehungsweise der Aggressor, das ist kein Partner, der wartet nicht, bis du mit irgendwelchen Sachen kommst und schon, er kommt unorthodox, ja, der kommt mit irgendwelchen Techniken, die du vielleicht noch, oder Schlägen, die du vielleicht noch nie im Leben gesehen hast. Deshalb solltest du für alles bereit sein und alles durchgehen, ja, und auch wenn es oft schmerzt oder hast leichtere Verletzungen oder wie auch immer, ja, das ist aber realistisches Training. Wenn du nie irgendwelche blaue Flecken hast oder wenn nie irgendeinen Schmerz hast beim Training, dann machst du einfach was falsch oder vielleicht machst du auch nicht falsch, du kannst das ruhig machen, aber erwarte nicht auf der Straße, dass du gewappnet bist gegen irgendwelche Vollpfosten. Und es wird von Jahr zu Jahr schlimmer und die Aggressoren sind von Jahr zu Jahr aggressiver, ohne Hemmungen, denn es ist komplett egal, ob er dich tötet, verletzt oder wie auch immer. Ja? Deshalb wollte ich das noch unbedingt erwähnen. Leute, ich wünsche euch alles, alles Liebe. Bleibt stark, bleibt gesund. Trainiert bitte. Ja? Vielen Dank auch für euer Feedback, weil vorige Woche habt ihr richtig zugeschlagen und habt so viele Online-Kurse gekauft und habt euch bei mir bedankt, weil ich habe wirklich mein Herz reingegeben. Das ist vielleicht nicht jetzt irgendwie perfekt jetzt von weiß was ich genau, High-Tech-Quality, keine Ahnung was gemacht, aber es ist von Herzen gemacht und so gemacht, dass du es verstehst, dass ich dir alles detailliert erkläre, dass du auch ganz alleine dich zu Hause steigern kannst, weil es könnte sein, dass jetzt wieder langsam, in Österreich fängt das schon an und in allen anderen Ländern, die Zahlen gehen wieder langsam stückweise hoch, weil die es wahrscheinlich wieder brauchen und es wahrscheinlich werden auch hier schon langsam machen sie wieder Schulen zu und so weiter. Ich hoffe, dass das nicht auch bei euch der Fall wird, aber ich weiß nicht, das wird, glaube ich, dieses ganze Jahr, vielleicht auch nächstes Jahr, können sie wirklich vergessen, dass es wieder so wird, wie es früher war, wie wir es halt gewohnt waren. Deshalb könnt ihr euch sowas noch ans Herz legen und sollte es nicht anders gehen, dass du auch zu Hause gut fit bleiben kannst und richtig brav, fleißig und extrem trainieren kannst. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund, ciao, ciao.